Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Winter Event. Ich bin hier gerade auf hoher See und unter mir ist der Wasserparcours bzw. dieser Wassertempel, den wir ja schon bereits kennen. Mal gucken, was da unten ist. So. Und ihr seht halt, es laggt so ein bisschen. Das liegt daran, dass ich gerade noch was aufnehme. Wir haben also genau die gleichen Chancen wie letztes Mal, wo ich das hier gemacht habe. Na, Glückwunsch. Wie kommen wir hier rein? Na, Bluestained Glass. Okay, da gibt es. Da kommt man nicht rein. Das ist ein bisschen schade. Man muss erstmal hier, sich hier porten lassen. Mit diesem komischen Eingang hier. So. Und hier sind wir wieder. In der Hölle. Unter Wasser. Ja. Es sind nur noch 5 Tage bis zum Ende des Events. Also wo ich das jetzt aufnehme. Und da wollte ich wenigstens noch ein bisschen was geschafft haben, was mir jetzt auch viel bringt. Weil wir können hier mal durchschauen. Die großen Tempel werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden. Genauso wie die Oper. Ja, ich weiß nicht. Das Mini-Auto werden wir, glaube ich, auch nicht finden. Thor's Hammer auf jeden Fall auch nicht. Die Minigames, da werde ich mal schauen, dass ich so viel wie möglich schaffe. Geschenke werden wir auf jeden Fall nicht schaffen. Das werde ich auch nicht durchziehen. Eigentlich wollten wir von jedem Geschenk eins abgeben, aber ich glaube, das ziehen wir auch nicht mehr. Das ziehe ich auch nicht mehr durch. Das werden wir nicht mehr schaffen. Das weiß ich nicht. Weil das werden wir auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Das könnt ihr echt mal. Das müsst ihr mal machen. Irgendwie am Ende der Aufnahme vielleicht irgendwie. Vielleicht da mal hinreisen. Ja, Mist. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, das war sogar der letzte Part, wo wir aufgegeben haben hier. Ja. Das war, glaube ich, der letzte Part einfach. Wo wir halt einfach aufgegeben haben, weil ich keinen Bock mehr hatte und weil ihr wahrscheinlich auch keinen Bock mehr hattet. So, wann? Da. Ich wollte gerade sagen, hä, ist jetzt der Eingang irgendwie weg? Nee, zum Glück nicht. So. Ja, Mist. Die ersten Jumps waren eigentlich relativ einfach, weiß ich glaube ich noch, so ungefähr. Naja, im Moment merke ich jetzt nicht so sehr viel davon. Ah, Mist. Und ich werde das jetzt auch hier die Folgen lang über durchziehen, also ihr werdet jetzt nur noch Jump Runs sehen. Wer darauf keinen Bock hat, kann gerne wegschalten. Und die zahlreichen anderen Projekte von mir sehen, die im Moment nur Minecraft Minigames sind. Und Let's Play. Wobei Let's Play, da habe ich auch noch, muss ich auch noch was schneiden. Da habe ich noch, noch nicht geschnitten. Nee, ich wollte. Doch, wo ihr das jetzt seht, dürftet ihr eigentlich schon die neuesten Folgen. Nein, wir waren schon drauf. Dürftet ihr eigentlich schon die neuesten Folgen gesehen haben. Also von Let's Play Minecraft. Ich glaube, das ist irgendwie bis Folge 12 oder so. Oder ab Folge 12, weiß ich gerade nicht. Naja. So. Okay. Nice. Jetzt geht's wieder hier lang. Über die Laternen. Das ist eigentlich noch am einfachsten, muss ich sagen. Diese Jumps hier. Ich kenne das noch von einem anderen Server. Da gab es auch solche Jumps, wo man immer auf so einen Block springen musste, wo so ein Zaun da drauf war. Und da ist man immer wieder zurückgebackt oder irgendwie da rumgebackt. Und das Jump-Point war eigentlich unschaffbar.
Wenn man da immer wieder rumgewackelt ist. Und schaut mal an, wir sind wieder hier. Mist. Bei dem beschissensten Teil, das es gibt. Obwohl, ich glaube, ne. Ich glaube nicht, dass es das letzte ist. Ich glaube, da kommt noch was. Hier im Unterwasserparcours. Ja, Mist. Sieh mal. So. Mist. Ich glaube, ich sollte bei Jump Runs lieber nicht hier die ganze Zeit auf den Chat gucken. Denn dann, ja. Dann brauchen wir noch länger. So, jetzt kommt wieder dieser Jump hier. Wenn ich da schon hinkomme, springe ich entweder gegen die Leiter oder zu weit. Das ist echt mein Problem. Aber das ist echt so ein Jump. Ich glaube, der ist sogar einfacher als der in dem Wüstenparcours. So. Also ich glaube, der ist wirklich einfacher als der eine Jump da, also den Jump in dem Seelensand da im Wüstenparcours. Da werde ich auch noch so einen Skip-Button, ja. Da werde ich halt auch noch so einen Skip-Button einbauen, dass man halt diese Stelle, wo ich die ganze Zeit rumfaile, halt skippen kann. Das kann man ja ganz easy mit den YouTube-Benachrichtigungen oder wie es das heißt da, diese Sprechblasen halt. Damit kann man das eigentlich ganz easy machen. Blende ich da halt so ein Kästchen da ein, hier skip den Teil, wo ich einfach nur die ganze Zeit rumfade. Denn ich glaube wirklich, dass sich das niemand anschauen will. Ich hab einen Zombie gehört? Oder bin ich einfach nur paranoid? Yay, wir haben es geschafft. Ach ja, das war dieser Jump, der einfach unmöglich war. Der ist echt unmöglich. Da kann man sich noch nicht mal an der Leiter festhalten. Und dass ich jetzt auch nicht so viel laber, ist halt, liegt halt daran, dass ich mich gerade konzentriere. Klappt aber nicht so sehr, wie man sieht. So, so. Und wenn man es dann nicht sagt, dann klappt es. Und wenn man das dann sagt, dann klappt es wieder nicht. Ja. Für euch wird das jetzt so ein bisschen immens langweilig. Vielleicht werde ich ja auch irgendwie solche Skip-Buttons einbauen, oder ich werde es schneiden, sodass es aussieht, als wäre ich, würde ich in einem One einfach durchgehen. Ne? Ich glaube, ich werde das wirklich so machen. Ah, Mist. Ich glaube, ich werde das wirklich so machen, dass ich einfach so Skip-Buttons immer so einbaue, dass es halt so aussieht, als würde ich hier die ganze Zeit in einem Run durchkommen. Schneiden, weiß nicht, ob ich das so zusammenschneide, dass es so aussieht, als würde ich in einem Run durchkommen.
weil das Video natürlich immens verkürzt. Dann habt ihr da irgendwie nur noch irgendwie jede Woche noch so einen 10-Minuten-Part oder so. Wenn ich da die ganze Zeit schneiden muss. Naja. Deswegen werde ich, glaube ich, hier diese Skip-Buttons einbauen. Und manchmal laber ich schon relativ interessantes Zeug, während ich hier die ganze Zeit rumfällt. Also schneiden werde ich wahrscheinlich nicht, sondern halt nur diese Skip-Buttons einbauen. Mist. Der Weg da ist auch voller Fake. Denkt man, oh cool, da geht's weiter oder in irgendeinen Geheimraum. Aber da geht's einfach nur hinter eine verschlossene Tür. Mann. Wahrscheinlich kriegt man irgendwie so einen Schlüssel dafür oder so. Und dann irgendwie am Ziel. Da muss man einfach nur wieder zurückspringen oder so. Oder irgendwie gibt's da irgendwie so einen Geheimgang. Oder man kann einfach die ganzen Checkpoints nutzen, die es hier in jedem Raum gibt. Ugh! Mann. Ich glaube, auch dieser Part wird hier auch nur 30 Minuten lang. Da ich erstens nicht viel Zeit habe jetzt im Moment zum Aufnehmen. Und zweitens, weil ich immer aus Versehen meinen Handy-Timer falsch gestellt habe. Und keinen Bock hatte, das wieder zu berichtigen. Wären zwar nur, wäre eigentlich nur zweimal tippen gewesen. Und einmal scrollen. Aber, ja. Amen. Mann. Oh, cool. Lol. Frozen Brain. Wo steht das? Selbst aus. Egal. Hä, da steht nirgendwo was. Egal, komm. Versuchen wir jetzt einfach nur dieses Jump One hier zu schaffen. Und dann, ja. Und dann freue ich mich wieder immens. Scheißleck. Dann freue ich mich wieder immens, dass ich dieses Jump One hier geschafft habe. Ich glaube, als nächstes werde ich mal den Wüstenparcours wieder besuchen. Und mal, wir sind hier am Anfang da in diese Falle gelatscht, ne? Und, ganz am Anfang sind wir in die Falle gelatscht. Und dann sind wir nicht in die Falle gelatscht. Nicht immer passieren, was passiert, wenn wir beim Anfang nicht in die Falle latschen. Und dann da bei dieser zweiten Falle da rein latschen, ja. Das würde ich gerne mal wissen. Ich glaube, bei der zweiten Falle ist der Geheimgang, da man weiß, okay, diese Druckplatten bedeuten, dass da, wir sind so weit. Ich will mir jetzt unbedingt einen Checkpoint setzen, aber das geht nicht. Oh mein Gott! Alter, wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wo geht's da lang? Oh nö, ist ein Labyrinth. Na, Glückwunsch. Vielleicht hier irgendwie? Ah, hier. Ich dachte gerade schon. Ich
dachte gerade schon, wir hätten es jetzt wirklich komplett geschafft. Ey. Vielleicht wäre im Labyrinth da irgendwie, obwohl gibt es einen Geheimraum, weiß ich gerade gar nicht. Mini-Games. Antik. Finde Geheimraum in Antik. Dschungel. Druckplattenspiel. Maya-Tempel. Windig durch den Wassertempel. Wikinger-Parcours wissen. Okay, hier gibt es keinen. Da. Dafür ist also dieser Wasserfall hier. Lol. Dafür ist also dieser Wasserfall hier gedacht. So. Nee. Das ist aber auch wieder so ein interessanter Raum, ne? Der erste Jump ist ja mega schwierig. So. Und ich weiß nicht, ja. Ich glaube, im Moment passt das jetzt nicht so sehr. Aber es, ja, falls ihr es wisst, in der 1.9 sind die Monster ja immens schlauer geworden. Ach nee, schon wieder ein Parcours. So, ich dachte, das wäre wieder so ein Labyrinth gewesen. Auf jeden Fall, in der 1.9 sind die Monster ja um einiges schlauer geworden. Und die laufen jetzt nicht mehr absichtlich, also die laufen jetzt nicht mehr einfach so in Wasserströme. Also die alten Mobfallen, wie man sie sonst immer gebaut hat, dieser riesige Raum, vier Wasserschächte, Wasserkanäle. Und ein Fallschacht, die halt alle zu dem einen Fallschacht führen. Das funktioniert nicht mehr. Die latschen da nicht mehr in diese Wasserkanäle. Na. Hä? Wo ist der? Ja, komm. Sehr, sehr viel weiter als ich. Hey. Glaube, der ist da in dem Nebenraum da, ne? Da. Oder der ist noch im Dingsraum. Egal, komm. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Komm, ey. Ja, wir haben es geschafft, nice. Wir sind gerade den Checkpoint nach unten gesprungen. Das ist wirklich eine Meisterleistung. Sowas habe ich noch nie geschafft, wirklich. Das ist wirklich, das verdient Applaus, nicht? Ja, und den Checkpoint wieder hoch. Wir sind einfach mal so den Checkpoint eiskalt nach unten gesprungen. Nein! Und dieser Checkpoint ist sogar noch Kacke. Na Glückwunsch. Okay. Wenn ich da jetzt noch nach hinten gesprungen wäre, ne? Ach komm! Okay, ich habe mich wohl getäuscht, dass vorhin da mit diesem einen Jump, wo wir dann vor, weiß nicht wie viel, ich glaube vor 10 Folgen oder so aufgegeben haben, war doch nicht das Ende, war doch nicht der schwierigste Jump. Ich glaube, der schwierigste Jump kommt noch. Glaube ich, bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja, ich glaube wirklich, dass der schwierigste Jump noch kommen sollte, kommt. Ich weiß halt nicht, da ich schätze mal so.
Tauche schnell hindurch und finde den Ausgang. Tipp. Habe ich den Seelaternen? Ach du Scheiße. Na, was ist das für ein. Mann. Der letzte Sprung. Wie wieder mal der letzte Sprung. Wie in dem Wüstenparcours da einmal. Der letzte verkackte Sprung. Mann. Nein! Na Mann. Ups. Ja. Oh Mann, dieser scheiß Block da einfach, ne? So. Und ich glaube, ich kümmere mich jetzt auch mal nicht um den Chat, dass ich hier auch ein bisschen weiterkomme. Schaffe ich eh nicht, aber egal. Also weiterkommen meine ich jetzt. Nein! Oh Mann! Das ist eine Block da, das ist richtig scheiße einfach. Oh, wir haben es geschafft. Nein! Warum bin ich nicht gesprungen? Ich habe die Leertaste gedrückt. Warum bin ich nicht gesprungen? Gerade erstmal voll die Orientierung verloren. So. Ja, Mann. Jetzt schaffe ich noch nicht mal den ersten. Jetzt schaffe ich noch nicht mal den ersten Sprung vom Checkpoint. Ja, nee, ist klar. So. Warum kann ich einfach eine Leiter nach hier oben führen? Ey, ernsthaft. Ach komm. Ich habe extra jetzt schon einfach keinen Bock mehr hier rauf. Ich will hier einfach nur raus. Ich will mal zum Wüstenpark und da den Geheimraum finden, Mann. Ich hoffe, der Geheimraum ist nicht irgendwo dazwischen im. Ah, Mann. Im Jump One da irgendwie. Da irgendwo dazwischen da irgendwie. Dass man da irgendwie. In einem Alter, wäre das irgendwie im Labyrinth wäre, der Geheimraum, ne? Ah, Mann. Das wäre mega crap. Oh komm! Dieser scheiß Sprung da, ne? Der regt doch einfach so immens auf. Ich halte jetzt auch einfach mal einfach die Klappe, ne? Dass ich mich mal hier aufs Jump'n'Run konzentrieren kann. Ja. Für euch noch erträglich, noch unerträglicher. Aber. Ja, nur so komme ich weiter. Oh Mann!
Ja, ihr könnt hier immer noch den Skip-Button wahrscheinlich oben rechts. Ich weiß nicht, wo ich den einblende. Halt irgendwo hier in diesem Bildschirm ist ein Skip-Button versteckt. Und den könnt ihr drücken, wenn ihr keinen Bock da hier auf diesen Scheiß habt. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen schon Bock habt, euch das hier anzusehen, dann könnt ihr braucht ihr erstens nicht auf den Skip-Button zu drücken und zweitens tut's mir leid. Ja. So. Ach komm, Junge. Ich werde fast wieder runtergejumpt. Mann, dieser scheiß eine Block, ne? Sorry, aber ist so. Sorry, aber echt, ne? Warum? Warum sind wir da jetzt runtergefallen? Im Moment dürftet ihr jetzt auch nicht dieses nervige Rauschen hören, dieses, wenn ich mal nichts sage. Das ist für euch vielleicht sogar ein bisschen angenehmer. Mann! Ah! Sorry, ey. Aber ernsthaft. So. Wenn wir jetzt noch runterfallen, ne? Okay. Ja, ja! Tauche schnell hindurch und finde den Ausgang. Tipp, folge den Seelaternen. So. 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 Aber wieso schnell hindurch? Hahaha, ach du Quer. Ah, wahrscheinlich gehen sie nicht davon aus, dass man irgendwie so feuchte Geschenke im Geschenksack hat. Da kommt man einfach gar nicht durch. Ach doch, da oben. Ist mal wieder Art. Da kommt man, glaube ich, raus, ne? Jo. Hey. Ja. Und schon wieder ein Labyrinth. Was ist das eigentlich? Normales Prismarin, ne? Genau. Ich finde diese Default-Textur von Prismarin irgendwie scheiße, muss ich sagen. Die von den Seelaternen sieht nice aus. Aber sonst hier, sieht die Default-Textur von den Prismarinen komplett scheiße aus. Muss ich jetzt echt mal sagen. Schön, wir sind einfach direkt wieder am Anfang. Alter. So. So. Okay, der Handy-Timer rettet mich. Ich versuche jetzt nur noch den schnellen Ausgang zu finden. Schließen. Ja. Okay. Es dürfen jetzt fast genau 30 Minuten sein, ne? So circa 30 Minuten halt. Ach man, diese Lags vor allem auch immer, ne? Wenn das beim Springen irgendwie auftritt, dann ist scheiße. So.
Okay, ich wollte gerade. Der Ausgang befindet sich in der Mitte über diesem Tempel. Start. Ach du Crap. Alter, ey. Oh nö. Alter, oh nö. Ich hoffe, ich kann das noch später noch machen. Wenn ich jetzt einmal disconnecte. Ich hoffe, dann bin ich nicht raus. Dürfte ich aber nicht. Hoffe ich. Okay. Ich sage, ciao Leute, wir sehen uns. Bye bye und ciao.